Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen der Musikschule City West. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Meet the Teacher Online. Heute habe ich zu Gast Ingrid Neuendorf. Hallo, Ingrid. Hallo, Katrin. Das ist aber schön, dich zu sehen. Ja, das freut mich auch. Jetzt mal hier auf Distanz. Ne? Ingrid, seit wann unterrichtest du denn an der Musikschule? Ich unterrichte seit Anfang 1993 in der Musikschule City West und davor habe ich privat unterrichtet und habe mich dann gefreut, einen Vertrag an der Musikschule zu bekommen. Super. Und jetzt unterrichtest du online, nehme ich an, zu den Zeiten von Corona? Ich habe erst mal eine Woche gebraucht, bis ich mich erst mal umstellen konnte und überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich habe einen Laptop und ich kann ja was lernen, wie man damit umgeht. Und habe dann angefangen mit FaceTime und Skype mich zu beschäftigen ein bisschen. Mein Mann hat mir geholfen. Und ich sehe da, die Schüler hatten das auch. Und dann konnte ich mit fast allen Schülern loslegen. Also bis auf zwei arbeiten alle mit. Ich habe also im Moment 17 Schüler im Moment im Online-Unterricht. Genau. Wahnsinn. Das jetzt in der vierten oder fünften Woche. Und du bist immer noch freudig drauf, wie man auch sieht auf dem Foto hier. Du siehst eigentlich total glücklich aus mit der Technik und der Geige in der Hand. Ja, also es ist so ein bisschen zwiespältig. Ich bin einerseits unglaublich froh, dass ich die Technik habe und damit jetzt gelernt habe, umzugehen. Denn ich lebe ja irgendwie auch von meinem Unterrichten. Und das ist einfach ein ganz, ganz guter und offenbar akzeptierter Weg. Das finde ich schön. Es fehlt natürlich viel. Mir fehlt das im selben Raum sein mit meinen Kids. Ne? Ich habe viele junge Schüler, die im Übrigen erstaunlich konzentriert sind. Die gucken da ganz genau auf den Bildschirm und sind super dabei. Wenn die Eltern das gut einrichten und gut dabei sind, flutscht es ganz toll. Wie hast du das denn organisiert, dass die jetzt wirklich da gerade stehen und folgen, was du tust? Also ich mache es im Moment so, dass ich habe einen E-Mail-Verteiler, bin mit allen per E-Mail in Kontakt, die lesen die auch alle und ich mache zu jeder Woche einen Stundenplan und ich mache einfach einen Vorschlag und das bleibt immer in sich gleich. Jetzt im Moment gibt es ein paar mehr Änderungen, weil die ersten Schüler in die Schule gehen, die dann auch nicht mehr vormittags gehen, denn das genieße ich im Moment sehr, dass ich viele von den Kindern vormittags unterrichten kann, wo die einfach fit und frisch sind und noch nicht so viel auf dem Buckel haben. Und ich habe heute Morgen zum Beispiel mit einer Mutter, die hat richtig sich gekümmert die letzte Woche oder die letzten Tage, da sind einfach die Seiten abgerutscht. Also haben wir online zusammen, ich habe gezeigt, wie sie es machen kann, dass sie die Geige stimmt. Und die hat das ganz toll gemacht. Es hat dann geklappt und das Kind hat gestrahlt, dass es jetzt losgehen kann. Du hast mir einen Videoclip mir zugesendet aus dem Unterricht, eine Live-Aufzeichnung sozusagen. Wie habt ihr denn hier gearbeitet? Ich habe da mit ihr ein Stück gearbeitet, das sie aufhatte. Das ist so eine kleine Etüde. Da ging es um Bogentechnik, um weiches Handgelenk. Und wir haben auch dieses Stück, hatte ich in Abschnitte eingeteilt, sodass wir wussten, worüber wir sprechen. Deswegen am Anfang sage ich, spiel doch mal den Teil B. Da weiß ich, da haben wir letztes Mal dran rumgemacht. Genau, und dann hat sie das erstmal den ganzen Abschnitt gespielt und ich bin dann schrittweise mit ihr durchgegangen, habe mir noch gesagt, na sag mal, hast du bei dem einen Takt zugehört? Und so bin dann auf Feinheiten eingegangen und das ging sehr schön. Das Mädel ist erst 7. Aber die ist ganz toll dabei. Super. Hast du, empfindest du das deutlich schwieriger, so junge Schüler zu unterrichten als Erwachsene in diesem Modell? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, vielleicht sage ich dir in 2 Wochen, wenn es jetzt noch so weitergeht, was anderes. Super, genau. Weil die Zeit bringt natürlich so ein bisschen, da stumpft es ein bisschen ab. Aber die Kinder sind eigentlich ganz toll dabei, gerade die Kleinen. Wenn mir irgendwelche Jokes einfallen und so, dann lachen wir ganz oft herzhaft auch. Oder die erzählen mir am Anfang von irgendwas, was sie gerade gemacht haben oder so. Und dann rennt am besten noch irgendein kleiner Bruder durch. Und so, ne, sowas halt vorkommt. Also das kann unterschiedlich nah sein, das finde ich schön. Ja. Und du spürst, wie die Kinder unterschiedlich bereit sind natürlich. Manche absolvieren es natürlich mehr oder weniger, weil das halt in der Familie gerade so ist. Und für manche ist es richtig ein toller Programmpunkt. Sie geigen jetzt und können nichts anderes machen, müssen keine Matheaufgaben machen und keine Stapel von der Schule erledigen, sondern sie haben ihr Instrument und können mit mir Musik machen. Ja. Und das ist sehr unterschiedlich. Und ich finde, jede Stunde ist anders.
Das kommt im normalen Unterricht, nicht online, ja genauso. Es ist jede Stunde anders. Ich muss mich jedes Mal wieder neu oder mache das auch sehr gern, auf die Kinder einstellen. Ja. Und von daher finde ich das nicht. Die Großen sind eher manchmal so woanders mit den Gedanken. Die sagen, oh, ich muss jetzt noch Mathe machen. Der eine hat eigentlich MSA vorgehabt und die andere macht gerade Abi und so. Also diese haben dann eher den Kopf ein bisschen woanders. Da arbeite ich ein bisschen technischer orientiert, damit wir halt ein bisschen Handwerk üben und nicht so viel Musik machen. Ja, ja. Ich lerne ganz viel über mich auch, wie ich unterrichte. Was habe ich vor? Ich muss ganz gut strukturiert sein. Ich muss gut ansagen, zum Beispiel. Spiel doch nochmal, ist jetzt irgendwie keine Ansage, weil dann spielen die von vorne bis hinten durch und hören mich ja nicht zwischendurch. Ne? Also sage ich, spiel mal nur die ersten 4 Takte. Ich muss also ein paar Abschnitte so ansagen auch. Und ein paar andere Sachen ausdenken. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Schülern allen aufgeschrieben, händisch, ich bin ja konservativ da, einfach aufgeschrieben, jeder hat einen Rhythmus gekriegt, 8 Takte in lang ungefähr, manche 16 und so, je nach Schwierigkeitsgrad natürlich unterschieden. Die sollen eine Komposition schreiben zu diesem Rhythmus, also eine Melodie dazu schreiben. Wow. Und das begleitet sie jetzt so in der nächsten Zeit. Und da habe ich gedacht, da kann ich mal so eine Aussicht stellen, wenn wir das nächste Vorspiel oder Schülertreffen haben, zeigen wir uns diese Kompositionen und können sie vielleicht so noch weiterentwickeln. Ein bisschen eine Perspektive haben. Ansonsten ist der Unterricht ja wirklich sehr in dem Moment, wie wir gerade sind. So ist es eben. Ich denke, ich werde noch ein bisschen online weiter unterrichten. Meine Schwiegermutter ist fast 92. Das ist einfach, und wir versorgen sie. Ich will um Gottes Willen der nichts mitbringen. Denn die soll wirklich geschützt sein und die wird jetzt bald Uroma, sprich ich werde Oma. Das heißt, wir wollen also... Gratulation! Ja, wir wollen ganz, ganz geschützt dahin gehen. Klar. Eben, wenn der Einstieg jetzt nämlich in der Musikschule wieder so langsam beginnt, dann bist du eigentlich gar nicht so Feuer und Flamme, da zuerst auf der Matte zu stehen. Ne? Ich gucke jetzt mal, wie es weitergeht, was kommt. Schauen wir mal. Schauen wir, was kommt. Super, in diesem Sinne, Ingrid, es hat mich total gefreut, mit dir so zu sprechen und deine Erfahrungen und deinen Optimismus auch zu spüren. Du strahlst eine unglaubliche Zufriedenheit aus. Es tut richtig gut. Ich hoffe, das bleibt noch so weiter, bis der Musikschulalltag wieder einigermaßen safe stattfinden kann. Und wir sehen uns dann wieder in der 310. Ja, du weißt, ich lebe hier recht beschaulich. Ich habe ein ruhiges Leben mit meinem Mann, ganz schön. Und wir machen es uns gemütlich und lassen uns nicht ärgern. Und ich gehe viel raus, mache viel Sport. Und das tut mir gut. Deswegen bin ich, glaube ich, weiterhin optimistisch. Wir machen das schon. Ihr macht das schon. Super, Ingrid. Ich wünsche dir alles Gute, wir sehen uns bald und ja, bis dahin, ne? Klein, die kommen dann so ganz nah an die Kamera, die wollen mir am liebsten ins Zimmer kommen, ne? Ja, genau.